Willkommen heute zu einer weiteren Folge von Path of Exile. So langsam wird es Zeit, mal wieder ins Spiel vorwärts zu gehen, denn wie ihr sehen könnt, ist hier bereits der nächste Countdown für die nächste League bereits. Das heißt, es sind nur noch wenige Tage, bis die Atlas of Worlds Expansion und beziehungsweise die Essence League dann abgeschlossen wird. Soweit ich weiß, soll es am 28.11., also am Montag, soweit sein. Und bisher bin ich noch nicht mal durch die erste Schwierigkeitsstufe durch. Das heißt, ich werde mich jetzt die nächsten Tage mal noch intensiver wieder um Path of Exile zu bemühen und schauen, dass ich noch ein paar von den Challenges zumindest vervollständigen kann und mal gucken, wie weit ich tatsächlich komme. Auf jeden Fall, jetzt erstmal mit meinem Level 28 Ranger wieder auf in die Essence League und dort meinen Weg weitergesetzt. Soweit ich weiß, war ich beim letzten Mal mit dem Akt 2 fertig und Force Encampment ist eigentlich nicht, aber an sich müsste ich eigentlich in Saan angekommen sein, also noch nicht in der Stadt, sondern eher in der Vorstadt. Und ja, mal schauen, wo es jetzt weitergeht und ob der Wegpunkt da entsprechend vorhanden ist. Genau, also City of Saan bin ich bereits angekommen, da kann ich dann jetzt gleich weiterlaufen und dann weiter auf die Suche Richtung das Saan Encampment, glaube ich, das war das Lager und dann halt hier den Kreis vervollständigen und auf zu Akt 4. So, hier also gleich wieder eine Essenz, wobei die wahrscheinlich keine neue Essenz sein dürfte. So, also hier gibt es ja, soweit ich weiß, jetzt nur diesen einen kleinen Boss, der auch einer von diesen Kraunern hier unten ist. Und der sollte dann gleich wieder auftauchen, weil der sollte normal in der Lage sein, mit ihm nicht immer die Blutung zu versetzen, aber ich kann auch sein, dass sie hier was verändert haben. Mal gucken. Weil ich weiß nicht mehr genau, ob sie den Undead hier haben oder ob sie hier jetzt einen anderen Zwischenboss eigentlich reingesetzt haben. Ach ja, genau. Also sie haben jetzt nämlich den Guard Captain hier reingesetzt. Und nicht mehr den Undead, der hier rumgelaufen ist. Wobei, nee, eigentlich ist es ja noch hier, dass ich das Mädel befreie. Okay, das Incident Sword ist ziemlich uninteressant. Weil ich bin ja schließlich mit einem Bogen bewaffnet und will auch weiterhin als Bogenschütze spielen. Genau. Der eine hat jetzt Clarissa bewacht. So, da unten geht es dann am Hafen letztlich zum Saan Encampment. Das dort direkt am Fluss oder zumindest am Wasser liegt.
Ne? Wir kreuzen da hinten um. Komm raus. Ich hab dich schon gesehen. Genau, da unten seht ihr schon den Eingang. Aber jetzt noch einmal die Schleife hier laufen. Genau, das ist da ein Encampment. Oder Encampment. So, Clarissa noch befragen, damit ich auch den nächsten Auftrag bekomme. So, also dann lasse ich jetzt Clarissa mal erzählen, dass ihr Geliebter im Moment abhanden gekommen ist. I don't mean to sound ungrateful, but we've no time for talk. Tolman is out here with me and now Piety has him. Please, you found it in your heart to rescue me. Tolman is just as worthy of your generosity. You're alone. So Tolman, you didn't go to the crematorium. Don't worry. I'll work something out. I always do. Ja, also auf Tolman zu retten, weil natürlich werde ich ihn nicht im Krematorium lassen, wobei ich eh zu spät komme, aber das ist eine andere Geschichte. So, da geht es dann gleich raus in die Slums, aber jetzt erstmal noch kurz mit den Leuten unten gesprochen und die anderen Aufträge abgeholt. I know your type aren't big on rules and regulations, Ranger. So get in there and see how long you can take the heat. I'll be around to listen to your tales of woe when you're done. Ja, mal schauen, ob ich da drin jemanden finde und ob ich die Aufgabe tatsächlich von Leon erledigen kann. Normales PvP ja bisher nicht gerade das, was sehr stark betrieben wird. Ja, super. Tja, da habe ich im Moment nicht allzu viele Chancen, da irgendjemanden in der Arena zu killen. Ah, da kommt noch ein neuer. Scheint nicht so der Fall zu sein. Ist zumindest noch nicht da. Na komm! Oh, komm, nicht wegnehmen. So ein Käse. Ja, okay, hey, immerhin habe ich die Mission jetzt geschafft. Nein, danke. Okay, dann kann ich zumindest einmal die Leo-Mission abschließen, weil das hat bisher noch nie so wirklich funktioniert. Gut. You acquitted yourself fairly well that time. Every item handpicked to make other exiles' lives miserable. See if anything takes your fancy. Super, you have already attempted this daily mission today. Yep. Und gleich um ein Level aufgestiegen und 500 Reputation Points. Oh, die Ascendancy Plaque. Genau, das heißt, die drei fehlen noch. Drei Prison Crypt und Chamber of Sins habe ich schon abgeschlossen. Okay, das ist noch die. Ach ja, genau. Das ist aber die Prophecy, die jetzt hier eigentlich dann irgendwo zu erfüllen ist, weil Slangen and Undying Alchemist ist ja hier in den Kanalisationen. Normalerweise tauchen die spätestens auf. Mal schauen, wann ich den erwische. Also dann, auf ins Krematorium, um Tolman letztlich nur noch zu finden, leider nicht mehr zu retten.
My mana is gone. So, da ist bereits der erste Sieber, allerdings ist der noch verschlossen, weil den Schlüssel bekomme ich erst von Larissa, sobald ich ihr ja, das Amulett bzw. dieses Schmuckstück von Tormund gegeben habe. Und sie dann leider weiß, dass er eben tot ist. So, da oben ist jetzt jedenfalls schon mal so dieser Krabbler, der eigentlich eben vorher vorne in der Stadt gewesen ist, der vor allen Dingen Blutung zufügt und wenn man dann wegläuft, man halt dann ziemlich schnell drauf geht. Aber jetzt in der ersten Schwierigkeitsstufe ist es noch ziemlich leicht, den eben zu besiegen. So, da ist auch schon der Eingang zum Krematorium, wo ich dann letztlich eben Tallman auch finden kann. Oh, Warwick. Yes, you'll do. Now listen carefully, for I do disdain repetition. Kill this selfish malcontent and do it with all possible speed. Make it quick and relatively painless. Okay, da hinten steht er schon. Aber jetzt erstmal den Geist hier einsammeln, bevor der mir noch entkommt. Jawohl. Ein Juwel und ein paar Goldstiefel. Okay, den Stuff brauche ich nicht. Und da hinten gibt es noch eine weitere Essenz. Also, auf zur Master Mission. Eine Minute. Okay, aber das geht. Okay, der hat noch ein paar Wachen bei sich. Genau, das ist auch neu, dass sich die Master jetzt zu einem hin teleportieren, wenn man die Mission abgeschlossen hat und die Mission nicht bei ihnen abgeschlossen werden muss. Das heißt, da spart man sich auch inzwischen eine ganze Menge Lauferei. 5% Increase Attack Speed while Dual Wielding. Naja, das benutze ich normal auch nicht. Das ist dann bloß noch Cold and Lightning Resistance interessant. Aber mal gucken, wie jetzt hier mein Baum eigentlich aktuell aussieht. Ja, aktuell habe ich jetzt hier natürlich noch keine Slots frei, weil ich habe ja den einen hier mit den 6% Elemental Resistance Resistant für alle aktuell drin. Wobei dann natürlich, da der ja nur auf 3 Elemente funktioniert, wäre der auf jeden Fall zu überlegen, ob ich dann hier nicht den reinmache, der 24% dann bringt.
Ja, mal schauen, wo hier aktuell Fire, Cold und Lightning. Lightning bin ich im Moment am besten aufgestellt. Das heißt, da lohnt sich das jetzt noch nicht so sehr, das umzustellen. Ja, mal schauen, wie das dann später aussieht. Okay, also als nächstes die Essenz geholt. Anscheinend kommt es mit dem Schrei im Moment erst später, wenn ich tatsächlich schon in der Nähe bin. Okay, da ist auch gleich der Bossmonster oder das... Also der natürlich nicht, sondern ist ja bloß ein gelber. Sondern da ist der Hatebeat. Natürlich begegne ich nachher noch Pietri, aber die ist nicht das eigentliche Bossgegner hier, sondern einfach eher so ein Zwischenkampf, weil ihr begegne ich später ja eh nochmal. So, da ist kein Eingang. Das heißt aber auch, wenn hier der Rollover-Typ war, dann ist es auf jeden Fall die Seite, auf der nichts weiter passiert. Naja, das ging ja auch wieder ganz gut. Okay, hier sind auch die ersten Undyings. Mal gucken, ob dann meine Prophecy schon bald erfüllt wird. Genau, was aktuell die Skill Points anging, ich wollte aktuell hier hoch, um zum einen die Elemental Resistance hier weiter hochzubringen und das andere ist dann hier die Mana-Geschichte zu aktivieren. Aber erstmal mache ich dann jetzt hier Richtung Elemental Resistance weiter. Okay, das ist der hier für Piety. Das heißt, hier ist auch ein bisschen was geändert worden, dass das jetzt etwas variabler ausfällt. Ja, und schon ist er abgehauen. Feigling. Genau, das Brechlet. Ja, da hat sich die Aufteilung hier auf jeden Fall einiges geändert. Oder ist auf jeden Fall variabler geworden. Gegenüber dem, wie ich es vorher habe. Mal schauen. Monster sind auf jeden Fall noch eine ganze Menge da. Oh, und ist da Fire Flask. Hey, da hinten ist noch eine Escandency, also noch ein, eins von den Labyrinthen. Da kann ich dann also gleich meine nächste Herausforderung bestreiten. On the night of a thousand ribbons, our finest city burned. It burned with shame for giving the title of emperor to a man who did not deserve it. Also, auf in die ins Abenteuer und ins Labyrinth. Oh, werden die immer wieder neu entlassen. Okay, und da unten wird irgendwann mich irgendwas verbrennen. Ah, nicht drauflaufen, während das Ding heiß ist. Okay. Ah, ich kann die Dinger sogar kaputt machen.
Oh, schnell da hoch, schnell da hoch. Nicht verbrennen lassen da unten. Okay, so, lieber Locked Door, Teil 2. Und jetzt erstmal mit denen hier aufräumen. Auf jeden Fall, denen macht die Hitze nichts aus, die fangen nicht an zu brennen. Okay, solange das jetzt schon etwas verblasst ist, habe ich auf jeden Fall weniger Probleme, dort rüberzukommen. So, lieber umschalten und abwarten, bis das Zeug nicht mehr glüht. Ich nehme mal an, dass ich mir nur die Füße verbrenne, solange das Ding rot ist. Oh, ein bisschen ist noch. Aber nicht wirklich gefährlich aktuell. Hey, sehr cool. Da ist der direkt in dem Käfig drin. Ne, er sitzt daneben. Okay, die Tür ist geblockt. Das heißt, da ist der Lieber. Ich frag mich ja, ob die Monster, die ich hier kille, eigentlich überhaupt irgendeine XP liefern. Okay, also auf jeden Fall gibt es da XP für. Gut, dann ist die Ascendancy auch abgeschlossen. Ja, das war jetzt die vierte im Krematorium. Gut. So, ich jag hier jetzt mal noch schnell die letzten Monster zu Ende, bevor ich dann das, ja, die schlechte Nachricht der Clarissa überbringe. Poor Tolman. I made this bracelet for him. You tried. And that's all we exiles can ever hope to do. Bye. So, damit habe ich jetzt auch die Sieber Keys, damit ich jetzt letztlich da reinkomme. Those keys unlock the gates to the sewers. Tolman found them. I don't think you need to fear the dark. Tolman's dead then. Another victim of Piety's cruelty. We shall mourn Tolman's death as we shall treasure Clarissa's life. Physical Damage ist extra Cold Damage. Curses sind nicht so mein Ding. Wenn, dann höchstens noch so eine Aura. Aber 50% Mana Reserve. Boah, das ist schon heftig. General Gervasius demands absolute obedience from his Blackhearts. It was the greatest conquest the Karui had ever seen. So, jetzt habe ich eine ganze Menge Aufgaben wieder bekommen. Einmal die optionalen Köpfe von den Secrets zu finden. Und dann natürlich die Ebony Barrack zu erreichen und die Gambling Queen zu finden. Vagan schon wieder. Ne, Vagan ist jetzt der andere. Das ist jetzt der für die persönlichen Kämpfe. Na dann, der letzte. Nee, Zara ist die letzte, aber der letzte, der direkt im freien Feld zu findende Master.
You've the look of someone spoiling for a fight. So here's how this works. You take a crack at me, your very best shot. I win, you die. You win, and I'm not actually sure, to tell the truth. Doesn't happen very often. Are you game? Ja, also dieses Mal muss ich ihn besiegen, weil die anderen Missionen sind ja zumindest, dass ich irgendwelche Dummies mehr killen soll als er. Aber schauen wir mal, dass ich ihn klein bekomme. Okay, im Moment sieht es noch ganz gut aus. Seine Hits sind nicht so stark, dass ich da ein Problem hätte im Moment. Und das heißt, jetzt ist er natürlich noch besiegbar. Jawohl. Now that was a proper challenge. Well played, Exile. I reckon we should get to know each other better. Jawohl. So, hier muss wieder der Springboss sein. Genau, Purpurtis. Hey, ein neuer blauer Quiver. Mal schauen, was der drauf hat. 3 bis 8 Fire Damage, plus 5, oh, plus 6 Life on Kill. Lightning Damage hat er leider nicht. Plus 10% Attack Speed, also mal gucken. So, 394 für Burning. 407, okay, also eine leichte Verbesserung. Das ist schon mal ganz passend. So, mal gucken. Maximum Life. 30% insgesamt Resistant, der andere hat 24. Fire and Cold. Ja, Lightning stehe ich ja im Moment am besten da, aufgrund der 24%. Naja, den nehme ich auf jeden Fall erstmal mit. Ach, da sind die Sievers. Das Slum Siever. So, jetzt gilt es hier einmal eben die erste Statue zu finden, oder die erste Büste. Und natürlich dann den Übergang zu den anderen Sievers, von denen aus es dann wiederum oben zum Marktplatz geht. Ah, und schon ist der Boss für das Level. Aber auch wiederum noch ganz gut überlebbar. So, das Wichtigste für Labyrinthe ist immer, sich entweder links oder rechts rum zu bewegen, damit man nicht ständig chaotisch irgendwo durchläuft. Im Moment bewege ich mich von der Figur aus gesehen jetzt gerade links rum. Und jetzt kann ich gleich ein bisschen schneller laufen und schießen. Okay, da ist schon der Warehouse-Siever, da will ich jetzt noch nicht hin, weil zum einen brauche ich erst noch die Statue und die anderen Sachen noch ein bisschen zu erkunden. Außerdem gibt es eben normalerweise noch einen zweiten Eingang. Mal gucken, was hier eigentlich aktuell... Okay, 407, da wird nichts geändert, obwohl ich deutlich schneller schießen kann. Okay, da hinten ist schon der... die zu suchende Statue. Und damit ist die erste Büste gefunden. So genau, nee, von dem Warenhaus-Siever gibt es glaube ich zwei Übergänge nach oben. Das heißt, dann fehlt mir jetzt hier nur noch die Essenz, die ich mitnehmen will. So, im Warehouse-Siever werde ich jetzt noch so weit laufen, bis ich den Wegpunkt aktiviert habe. Also bis ich den Wegpunkt vor der Barrikade gefunden habe, wo ich ja dann später mit der Laterne und einer Kombination aus einem anderen Element da dann die sprengen kann. Ja, damit ist die Prophezeiung abgeschlossen. My mana is gone. Wie gesagt, deswegen in den Sievers laufen diese Undead Magicians da rum.
Oh, nein. So, erstmal ein bisschen Sicherheit bringen und dann aufgeräumt. Gut. Oh, schöne goldene Amulette. Und ein goldener Gürtel. Den werde ich zwar wahrscheinlich nicht verwenden, aber ich lasse die auch erstmal unidentifiziert. Weil vielleicht kann ich damit dann auch schon die Sets vervollständigen. Ah, ein Geist. Aber hier gibt es dann keinen mehr, wo er sich verstecken kann. Komm schon. Na komm. Ah, verdammt. Oh, das war bestimmt knapp, aber noch geschafft. Okay, Mesh Boots 45-13. Okay, wieder keine Life Regeneration, dafür aber diesmal mehr Armor und Schild. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall jetzt mal wechseln. Und 22 Lightning Resistant. Block Recovery ist auch mehr, Rarity Items ist uninteressant. Gut. Ach, der hat trotzdem noch Items, Rarity Items. Okay. Ja, jetzt halte ich mich sozusagen an rechts rum und laufe erstmal die rechte Seite ab. Find the way. Ah, okay. Also hier habe ich jetzt schon den Wegpunkt gefunden. Und jetzt gilt es noch kurz, die zweite Büste zu holen. Die hoffentlich hier auch nicht weit weg sein sollte. Und dann zumindest einen der beiden Übergänge. Okay, Level 30. Ziemlich weitläufig. Also gut, da ist der erste Übergang zum Warenhausdistrikt, wo ich jetzt noch nicht hin will. So, dann werde ich gerade mal noch den Skillpoint vergeben, weil dann habe ich ja jetzt hier schließlich die zusätzliche 10% Elemental Resistance. Mal gucken, wie es da aktuell jetzt aussieht. Defense 46, 39, 84. Ah, okay, der eine ist schon gedeckelt, weil bei 75% ist Schluss. Das heißt, dann lohnt es sich jetzt auf jeden Fall hier den Ring auszutauschen, weil Lightning Resistance bringt mir an der Stelle relativ wenig. Auch wenn natürlich hier Physical Attacks dabei sind. So, mal schauen. Also von 60 auf 61, 54 dann. Und dafür auf 391. Naja, das ist ein bisschen schade. Aber dafür sind die Resistenzen um einiges besser verteilt. Ah, jetzt habe ich jedenfalls den Bereich gefunden, wo die Büste liegt. Haste. Jawohl. Jetzt fehlt nur noch eine Büste, die ich dann in der nächsten Folge einsammeln werde. So, damit ich auf jeden Fall nicht so viel Zeug mit mir rumschleppen muss, werde ich die ersten beiden Büsten jetzt schon mal abgeben. Well, it's just not free, is it? Free's a tidy number. Victorio's third and final refuge awaits you, my bold business partner. Ja, soweit für heute. Erstmal nur bis zur Barrikade und beim nächsten Mal geht es dann weiter, noch die dritte Büste zu finden und ansonsten dann eben zur Gambling Queen und zu schauen, dass ich die Sachen zusammenbekomme, damit ich die Barrikade niederbrennen kann und dann schließlich auch General Gravisius erreiche und den erledigen kann. Also, soweit für heute und bis zur nächsten Folge. Tschüss!